Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pro Cycling Manager 2022. Wie der Titel schon sagt, ich will das Team T-Mobile wiederbeleben. Hintergrund des Ganzen, ich kann mich noch grob daran erinnern, dass ich früher, also schon vor längerer Zeit, auch schon mal den Pro Cycling Manager gespielt habe. Ich meine, das wird damals eine der Erik Zabel-Version gewesen sein, also eine der ersten beiden. Anfang der 2000er, glaube ich, sind die Spiele. Ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall sind sie etwas älter. Und ich weiß nicht, irgendwie bin ich in den letzten 3 Wochen auf das Spiel wieder aufmerksam geworden, habe ein bisschen gespielt, ein bisschen gedaddelt, ein bisschen mich wieder in das Spiel eingelebt und hatte jetzt Bock, dazu mal ein Let's Play zu machen. Jetzt gehen wir auch schon mal direkt rein. Wir gehen in die Karriere. Ich habe mir da auch schon die WorldDB geladen. Und erstellen uns ein Spiel. Hab mich halt ein bisschen damit beschäftigt, was dieses Spiel alles bietet. Und bin dann aber darauf gekommen, dass ich keins der vorhandenen Teams spielen möchte. Sondern es gibt die Möglichkeit, benutzerdefiniert sich selbst ein Team zu erstellen. Ich hatte mich auch schon damit beschäftigt, ob man eventuell in der Datenbank ein eigenes Team erstellt mit Trikots und so weiter. Musste dann aber oder hab dann festgestellt, dass das Team T-Mobile hier drin existiert und werden das dementsprechend ausfinden. Ich wollte eigentlich Team Telekom machen. Team Telekom ist hier aber nicht drin, aber da Team T-Mobile drin ist, denke ich, ist es fast dasselbe. Ich habe halt Bock, dieses Team wieder zum Leben zu erwecken. Wie lange das Let's Play gehen wird, wie lange ich daran Lust und Spaß habe, kann ich natürlich noch nicht vorhersehen. Ich habe für mich erstmal so das Ziel, ja, in die World Tour aufzusteigen. Ne? Das wird wahrscheinlich seine 3 Saisons, vielleicht auch 4 benötigen. Also das heißt, es ist auf jeden Fall jede Menge Content und jede Menge Zeit, die ich dafür brauchen werde. Und da haben wir schon Team T-Mobile. Wir nennen unser Team auch entsprechend Team T-Mobile. Der Namenskürzel ist T-Mobile. Das, die ursprünglichen Initialen sind TMO. Die sind hier irgendwie schon vergeben. Also machen wir TMB, T-Mobile. Ne? Kommt auch vom Ton ungefähr hin. So, jetzt haben wir natürlich als Benutzer definiert ein, das ist glaube ich eine World Tour. Ich habe mir halt auch mal andere Teams angeguckt, bin da mal reingegangen. Ich glaube, das ist ein World Tour Budget. Werden wir jetzt natürlich nicht komplett benutzen. Also ich habe hier bisher in diesem Spiel jetzt erst eine Saison gespielt. Wobei gespielt ist relativ. Ich habe viel durchsimuliert, um einfach nur bestimmte Stichtage zu erreichen, damit ich einmal grob weiß, wie das Ganze funktioniert mit der Talentsuche, mit den Transferdossiers und so weiter. Und damit es jetzt nicht zu einfach wird, habe ich mir natürlich eigene Beschränkungen überlegt. Ich werde jetzt also jetzt nicht die besten deutschen Fahrer verpflichten, die es gibt. Beschränkung folgendermaßen. Erstmal, eventuell gibt es dann später Ausnahmen, erstmal nur Fahrer, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ursprünglich wollte ich nur deutsche Fahrer verpflichten, habe dann aber im Spiel gesehen, dass der Sponsor will, dass wir auch Schweiz und österreichische Fahrer haben, weil das halt zum Sponsorengebiet gehört. Das heißt, wir müssen einen Mix aus diesen 3 Fahrern haben. Dann gehen wir mal gucken. Ich habe mir da auch schon so eine Liste überlegt. Jetzt zur Anfangsbeschränkung. Nur vertragsfreie Fahrer nehme ich. Und halt nur aus diesen 3 Ländern. Sollen wir mal aussuchen, dass die... Jetzt haben wir noch die guten hier drin. Dann müssen wir es einfach so, glaube ich, machen. Genau, jetzt haben wir nur die vertragsfreien Fahrer hier drin. Hier sieht man, da sind schon ein paar richtig gute bei. Ja, aber das war ja ein bisschen zu einfach zu beginnen. Dann fangen wir mal an. Land ist Deutschland. So, Lars Kulbe. Auf jeden Fall wird unser Top-Sprinter von Beginn an sein. Mathis Marko wird unser Zeitfahrspezialist sein. Machen wir es jetzt mal nach Namen. Richard Barnusch, auch Sprinter für uns. Dann Henning Bommel. Ist halt schon ein bisschen was älter, werden wir aber erstmal noch mitnehmen. Dann folgt Herr Franz. Ach, da ist er ja, auch Sprinter.
Und was wir auch mitnehmen werden, sind einige Talente, wie diesen Matteo Groß. Ne, das wird hier nicht, wir sehen, ich klicke drauf, aber Romain Seglier oder wie er ausgesprochen wird hier angezeigt, also die Werte werden nicht angezeigt. Aber die haben, glaube ich, wo ich mir das anguckt habe, ein relativ ja, gutes, gut ausgesehen. Also den Herrn Groß nehmen wir mit, den Herrn Grossa, wo ist er denn jetzt? Da. Emil Herzog. Werden uns die Fahrer dann alle gleich in Ruhe auch angucken. Dann Kessler ist auch ein Talent. Leidert. Mathis. Dann hatte ich, glaube ich, den Müller noch. Und das sind so unsere 11 Fahrer aus Deutschland. Dann wir demnächst oder gucken wir jetzt als nächstes in Österreich. So, das Eckersdorfer. Geismeier. Also ich habe jetzt hier einen Mix aus alten und jungen Fahrern drin, wo ein Teil brauchen halt ein paar Fahrer zu Beginn, damit wir halt überhaupt was reißen können. Und halt ein paar Talente, die uns dann hoffentlich ab Saison 2 tragen können oder tragen werden. Geismeier, Eckersdorfer, dann Rabitsch und Schnagel. Und dann kommen noch die Schweizer. Da sind auch noch ein paar Fahrer für uns bei. So, da hatte ich Herrn Bahumi. Auch wieder ein wunderbares Talent. Herrn Christen. Flickinger wird einer unserer Kapitäne wahrscheinlich werden zu Beginn. Claudio Imhoff ebenso. Und dann fehlt doch noch einer. Und Teixeira. So, wir sehen, unser Budget sind noch 750.000 übrig. Also wir haben mit 20 Fahrer. Jeweils alle 2.500 Gehalt. Alle vertragsfrei. Und dann gehen wir mal rein. Kann jetzt sein, dass die erste Folge ein bisschen ausführlicher wird, weil wir halt, oder weil ich jetzt entsprechend auf die ganze Saisonplanung, Saisonvorbereitung eingehen werde. Und im nächsten Video soll dann auch das erste Rennen stattfinden. So, sportlicher Leiter Team Mobile. Junioren-Talentsuche, Vorbereitung des Kalenders und die Vorsaison. Dann gehen wir erstmal in die Vorsaison. Da sagen wir, wollen alle zu Beginn der Saison direkt fit haben. Und den Rest können wir dann über dieses Trainingsmenü einstellen, dass wir die Fitness und sowas immer relativ hoch halten. So. Dann schauen wir uns mal unseren Kader an. Oder gehen wir mal einfach jeden Fahrer einzeln durch. So, hier haben wir Richard Banusch. Oh. Läuft der Vertrag natürlich auch direkt wieder aus. Banusch. 70er Ebene Wert, 70 Beschleunigung, Sprint 69, ist also ein Sprinter, hat auch hier noch ein bisschen Potenzial. Dann, das haben wir auch direkt eingestellt. Ist schon, oder ist erst 23 Jahre alt, hat aber nicht mehr viel Potenzial, wird also, so, schätze ich mal, so ein, zwei Jahre für uns fahren, je nachdem. Können wir mal ganz kurz gucken, wie das mit den Verträgen aussieht. Okay. Also die meisten Verträge laufen aus, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich eh von vielen Fahrern verabschieden. Wir werden nicht alle verlängern können. Ilan Bahumi. Fünfer Potenzial. Richtige Maschine. Läuft der Vertrag eh aus, werde ich aber jetzt schon mal zu sagen, wenn es in die Vertragsverlängerung kommt, dann im August, dass ich bei einzelnen Fahrern in den Editor gehen werde. Ich hatte jetzt in meinem Testspielstand halt diesen Fahrer auch schon und weil der dann zur Vertragsverlängerung er 17 Jahre alt ist, kann ich mit ihm nicht verlängern. Dann habe ich dann einfach die nächste Saison begonnen, der Fahrer war weg. So, was halt schade ist bei diesem brutalen Talent. Aus dem Grund werden wir die Fahrer dann, oder werde ich bei den Fahrern per Editor das Vertragsjahr halt ein Jahr höher machen, dass wir den Fahrer dann auch behalten und dann auch regulär verlängern können. Was ich schade finde in dem Spiel, dass es nicht geht.
ehrlich gesagt. Warum kann ich die Fahrer zu Beginn auswählen, aber sie dann nicht verlängern? Das ist irgendwie ein bisschen, ich finde es ein bisschen ja, sinnbefreit. Na, hat, sehen wir jetzt nur Anfang 60er-Werte, hier 57 sogar nur so ein sehr schlechter Fahrer, aber hat halt ein riesiges Potenzial. Und ist, könnte man als Nordklassiker-Fahrer machen, ja. Henning Bommel ist 71 Ebene, Sprint 69, ist also entsprechend Beschleunigung. 69 auch ein Sprinter, hat gar kein Potenzial mehr, ist auch 38 Jahre alt. Mit dem werden wir auch den Vertrag nicht verlängern, also der wird jetzt nur diese Saison für uns fahren. Den werden wir wahrscheinlich als Anfahrer benutzen. Training, unwichtig. Jan Christen, auch ein super Talent, 6er Potenzial, ist glaube ich der beste überhaupt. Den werden wir selbstverständlich erst Richtung Etappenfahrer und Richtung Pension ausbauen. Auch er ist 17 Jahre alt, wird jetzt 18 im Juni, also mit dem werden wir regulär verlängern können. Und wird auch, werden wir zu 100% verlängern. Die werden wir so lange wie möglich an uns binden. Das sind so Fahrer, die ich hoffe, möglichst für ewig behalten zu können. Also absolute Granate. Dann gehen wir bei dem eh erstmal auf Puncher. Ja, können wir erstmal Puncher machen. Benjamin Eckersdorfer, 17 Jahre. Müsste dann jetzt entsprechend 18 werden. 4,5 Talent. Also Potenzial kann auch ein super Etappenfahrer werden. Aber machen wir auch erstmal zum Poncheur, dass sie auf dem, für den Berg entsprechend besser werden. Matthias Flückinger, 33 Jahre alt, hat noch minimales Potenzial beim Bergfahrer. Wählen wir das auch aus. Hat halt Hügel und Berg knapp gute Werte. Also anfangs für Kontinental halt. Wird für kleine Rundfahrten wahrscheinlich einer unserer beiden Kapitäne sein. Der andere wird wahrscheinlich Claudio Imhof. Marcel Franz, auch einer unserer Sprinter. Jetzt gucken wir mal, wo hat er noch ein bisschen Potenzial. Machen wir mal zum Ausreißer. Das trainieren soll. Wird jetzt auch keine wichtige Rolle in der Zukunft spielen. Geismeier schon, ja, auch 32, hat zwar noch Potenzial, aber werden wir wahrscheinlich auch nicht über die Saison hinaus benötigen. Machen wir Bergfahrer, dass er hier noch ein bisschen trainiert, vielleicht wird er noch ein bisschen besser und kann uns in der Saison noch ein bisschen helfen. Matteo Groß, wieder eins unserer Talente, 17 Jahre alt, 3,5 Talent, ist jetzt nicht Wahnsinn, hat aber ein brutales Talent beim Poncheur. Sollen wir natürlich bei dem auch entsprechend trainieren. Wird auch langfristig hoffentlich in unserem Team bestehen bleiben. Aaron Grosser, Sprinter 25, könnte sein, dass wir den noch länger behalten, hat nur ein bisschen... Ein kleines bisschen Potenzial hier, kommt drauf an, wie die Dossiers dann aussehen. Emil Herzog. Ein Traum von einem Talent. Also wenn ich es schaffe, den würde ich gerne dann irgendwann zu dem Fahrer überhaupt ausbilden. Ja, das soll irgendwann mein Grand Tour Fahrer werden. Der soll entsprechend die Etappenrennen trainieren. Eine absolute Maschine. Ein Traum. Also der Fahrer ja, wird hoffentlich ein großer. Claudio Imhof, einer unserer beiden Kapitäne. Ja, wahrscheinlich macht es da am meisten Sinn, jetzt mal eben noch Zeitfahren zu trainieren. Ob ich verlängere mit dem, keine Ahnung, ob wir da bessere Fahrer finden werden. Bruno Kessler, auch unsere Talente, 4 Sterne. Zeitfahrer. Jetzt wollen wir eben gucken. Und die anderen haben halt auch alle bei Zeitfahren gute Werte. Dann machen wir den mal zum Ausreißer. Könnte einer werden, der zukünftig dann für Bergtrikot und sowas fährt. Lars Kulbe, unser Sprinter. Ja, 21 Jahre alt. In Summe nicht mehr so viel Potenzial, aber halt brutal viel Sprinterpotenzial. Also den werden wir auch länger behalten. Ist halt auch erst 21 Jahre alt. Wird wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren nicht mehr zu unseren besten Fahrern gehören, wird irgendwann Anfahrer werden, aber aktuell unser bester Sprinter und den wollen wir auf jeden Fall da weiterentwickeln. Luis Leidert, Talent, 16 Jahre alt, einer, den wir über den Editor dann ändern müssen, dass wir noch ein Jahr Vertrag mit dem haben. Machen wir erstmal zum Ausreißer, ist eingestellt, perfekt. Matthias Marco, 27 Jahre alt, unser bester Zeitfahrer, glaube ich, ja.
ganz wichtig, den werden wir brauchen noch für das ein oder andere. Ansonsten kein guter Fahrer. Sonst echt grauenhafte Werte, aber halt fürs Zeitfahren brauchen wir ihn. Tobias Müller, auch ein neues Talent. Den könnten wir mal machen, ist sogar eingestellt für einen Zeitfahrer, dass wir uns hier unseren nächsten Zeitfahrer zusammenzüchten. Stefan Rabic, 30 Jahre alt, Österreicher, Bergfahrer, Poncheur. Entwickeln wir auch den Poncheur noch etwas weiter, ist schon mal so eingestellt. Thomas Schinnagel, Bergfahrer, sind halt jetzt so Fahrer, die im ersten Jahr eine Rolle spielen werden und dann nach und nach weniger. Und Thierry Schier, ein brutales Talent auch im Sprint. Mal gucken, ob wir mit dem verlängern. Schauen wir mal. Dann haben wir hier so also erstmal unseren Überblick über unsere Fahrer. Wie gesagt, man sieht, 70er-Werte sind rar gesehen. Das Beste ist ein 72er-Wert bei Marcel Franz in der Beschleunigung. Obwohl hier 73 bei Lars Kulbe und 73 Ausreißer bei Claudio Imhoff. 73 Zeitfahren bei Marco Matthes. Also ein relativ schlechtes Team aktuell. Verträge laufen bei den meisten Fahrern aus. Wir haben noch die Verträge mit Schinnagel, Matthes, Kulbe, Herzog, Eckersdorfer, Christen. Wie gesagt, diese jungen Fahrer. Mein 1, 2, 3, 4, 5. Da werde ich mindestens bei 3 in den Editor müssen. Und die anderen beiden können wir eventuell so verlängern. Die haben auf jeden Fall allerhöchste Priorität vor Neuverpflichtungen vor allem. Und ansonsten werden wir gucken müssen, was wir an Fahrern verpflichten, ob so ein Flückinger oder ein Imhoff, ob wir die nächstes Jahr noch brauchen werden. So, dann stellen wir die Trainer ein. Erstmal hier durch. Machen wir das mal ganz anders. Personal. Ist vielleicht auf der einen Seite zu einfach, auf der anderen Seite, wie gesagt, wirklich gespielt habe ich es noch nie. Und wenn wir jetzt schon so ein Riesenbudget haben, wollen wir das auch ausnutzen. Das heißt, wir gehen erstmal so lang und holen uns neue Trainer. Wir wollen die besten Trainer haben. Wollen wir schon legendären Deutschen traditionell. Modern haben wir auch. Gibt es hier auch einen deutschen Trainer? Nein. Obwohl doch da. Alex Lienhardt. Dann brauchen wir noch einen bahnbrechenden. Da hätten wir einen Schweizer. Elia Castillo. Okada Trainer. So, und jetzt müssen wir halt, wir wissen es da noch nicht, so modern haben wir jetzt 4. 1, 2, 3, 4, und dann 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2. So, jetzt haben wir die Trainer einigermaßen verteilt. Ja, wenn wir es auf Personal geben, müssten die alle, ja, ausgezeichnete Effektivität. Ja, und bei den Fahrern, wo wir jetzt den Stil noch nicht wissen, können wir dann nach und nach zwischen den Trainern noch switchen. So, Planer habe ich aktiviert, da werde ich aber manuell dann auch nochmal gucken, wo ich welche Fahrer haben wollte. Das mache ich auch in Ruhe, das ist ein bisschen komplexer. Gehen wir erstmal ins Material, können wir irgendwas machen? Ja, bei den Laufrädern. Ja gut, wir haben halt nur Bullshit. Eine Berglaufrad, Vierseite Laufräder, flaches oder unregelmäßiges Dorf für flache Strecken, Vorderrad fürs Zeitfahren, Hinterrad fürs. Dann nehmen wir erstmal das R3 Clincher und sagen hier natürlich Forschung. Was ist das? Forschung und Entwicklung, cool. Machen wir das, ne, dass wir da gute bekommen. Hier können wir halt leider gar nichts machen. Talentsuche. Dann gehen wir auch nochmal. Finanzen. Wir haben ja eh so viel Geld. Das heißt, wir werden einen Großteil unseres Geldes fürs Personal ausgeben. So Scout. Die brauchen wir nicht. Wir wollen es ja eh auf Deutschland beschränken. Das heißt, legendär.
So, der hat 5 Schweiz, 4 Deutschland, 5 Deutschland, 4 Österreich. Das heißt, den nehmen wir mit. 4 Österreich, 4 Schweiz. Fünf Schweiz. Das könnte eigentlich reichen, ne? Talentsuche. So, hier nehmen wir den. Der 3 ist, also das heißt, den nehmen wir für die Schweiz. Und hier können wir ihn nehmen. Dann haben wir zwei Scouts, die entsprechend hier arbeiten, oder? Oder holen wir uns noch einen dritten Scout. Was kosten die? 17.500. Unser Budget gibt es ja eigentlich noch her, ne? Ja, komm, holen wir uns noch einen dritten Scout. Legendären haben die Österreicher leider nicht. Der Österreich 3, der hat Österreich 4. Parizka, dann nehmen wir den noch. Teamarzt natürlich auch noch. Zack. So, jetzt haben wir Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein ist ja auch noch mit bei abgedeckt. U23-Team werde ich jetzt voraussichtlich in der ersten Saison noch nicht machen oder eventuell am Ende der Saison. Da muss ich dann mal noch gucken. So, Sponsoren. Ach, dass das hier auch immer angezeigt wird, ist so ein bisschen nervig. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, was sind die wichtigsten Ziele. Was ist das hier? Die internationale Österreich-Rundfahrt. Circuit Getzo. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die auf jeden Fall auch dann in die Ziele mit reinpacken. UAE-Tour, da werden wir eh nicht fahren können. Oder ist hier einfach alles drin? Etappenrennen HC. Ja, da rund um Köln ist schon drin. Circuit ist auch drin. Gehen wir generell mal in den Kalender und schauen uns unsere Rennen an. Bewerben für Wildcard und so weiter können wir aktuell ja eh noch nicht. Dafür müssen wir erstmal in die Continental Pro. Das heißt, wir haben eh nur die Continental-Rennen, die wir machen können. So, wir fahren. New Zealand Cycle Classic, Vuelta Altachira, La Tropica a Missabongo. Wäre gleichzeitig mit der Vuelta Altachira. Natürlich eine spannende Streckenführung hier. Slayer da ein bisschen länger. So, haben wir irgendwelche deutschen Events noch? Irgendwie ist er jetzt gerade ein bisschen überfordert. Was ist hier los, Freunde der Sonne? Na, hier ist rund um Köln.
Mit. Hier haben wir ein Ziel, den Klassiker. Oh, mit Kopfsteinpflaster. Das ist ein Ziel. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt noch irgendwelche Sachen hier mit zunehmen oder eher nicht? Ich meine, das sieht hier so, 24 Sommer, sieht hier ein bisschen ruhig aus. Da könnte man das hier, Vuelta a San Juan Internacional, bis zum 31. Können wir das hier mal rein. Nehmen wir ein HC-Rennen. Das wird sich überschneiden bis zum 5.2. Volta al Comunidad Valenciana. Hätten wir nur hier die Überschneidung, kommt es nicht auch mit rein. Tour of Oman. Ja, ich will halt jetzt so in der ersten Saison gucken, nicht, dass sich zu viel überschneidet. Dafür ist unser Kader wahrscheinlich halt einfach nicht stark genug. Für Ruanda der letzte Tag. Trofeo. Das ist ein Eintagesrennen, das können wir machen. Milano Torino können wir auch. So ein Tagesrennen können wir eigentlich immer mit reinnehmen. Aber halt nicht, wenn wir an verschiedenen Tagen oder alle am selben Tag sind. Da haben wir schon zwei. Und die U23-Rennen brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben ja eh noch keine U23 gibt. Dann sollte es für Januar erstmal gewesen sein. So, Eigenschaften ist klar. Vertrag. Letzte Saison. Trainer haben alle. Vorsaison hatten wir genug. Planer. Ziele, Kalender haben wir gemacht, Personal haben wir erledigt, Trainingslager, Material, Talent, Suche haben wir auch gemacht. Oh, hier gab es doch noch so eine. Genau, das Trainingsprogramm. Ach ja, und deswegen auch Team T-Mobile anstatt Team Telekom. Wie gesagt, zum einen, weil da das Trikot sowieso drin ist, wobei das könnte auch Telekom sein. Aber hier dieser Button, ne, das ist immer das Team, von dem man, oder der Name ist immer derselbe, wie von dem Team, wo man den das Trikot von genommen hat. Ne, dann auch wenn ich Team Telekom genommen hätte oder genannt hätte, würde ja halt T-Mobile stehen. Deswegen bleibt es so. Das ist überhaupt unser erstes Ziel, das 1. März, Klassiker Duarabia. Hier sollen wir Etappensieger holen. Boah, das wird spannend, ob wir überhaupt großartig Etappensieger holen. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel selber gespielt. Ich habe ein paar Rennen mal so gemacht, ich habe ein bisschen was simuliert. Aber wirklich viel gespielt habe ich noch nicht. Also ich kann absolut null einschätzen, ob wir mit dem Team jetzt irgendwie überhaupt irgendwie mithalten können. Really. Dann lass uns mal gucken hier. Continental. Team T-Mobile. Dann müssen wir hier gucken. Ja, Continental. Also wir haben 2er Kaderwert. Okay, die haben halben. 2. Boah, das sieht ja fast so aus. Bike Aid. Was sind sonst noch an deutschen Teams hier? Hallo, euer Pushbikers. Dann ist Benotti. Hört mit Rose.
Sauerland. Ja, okay, also es scheint so, als wenn wir mit unserem Zwei-Sterne-Team gar nicht so schlecht hier dastehen im Kontinentalbereich. Ja, viele gleichwertige Teams, aber auch einige schlechtere. Das ist schon mal nice. So, was will ich jetzt hier in der ersten Folge noch machen? Das Wichtigste haben wir soweit erledigt. Ich wollte aber direkt noch eben mal was nachgucken. Das hier geht erst ab Mai. Gehen wir mal bis, was ist hier besteht in der Sandkalenders. Fitness. Franz. Oh. Nur zu wo älter sind wir eingeladen. Das ist natürlich auch ja, nicht so nett. Gucken wir mal eben. Genau, die können wir jetzt fahren. Hier können wir nicht. Da müsst ihr jetzt noch eine Einladung schicken, aber für das 5 bis 2. Das wird ziemlich voll. Mal probieren. Bestätigen wir den mal. Vierundvierzig Renntage im Januar. Oh, ist angenommen worden. Dann gucken wir uns jetzt mal unseren Kalender an. Ja, dann haben wir jetzt hier die Überschneidung. Aber gut, das werden wir wohl hinbekommen. Team. Wer ist denn jetzt für den vom automatischen Planer hier drin? Imhoff, Banusch, Schiri, Herzog und Schimnadia. Ich glaube, das ist ein gutes Team. Prima! Dann soll es das gewesen sein von der ersten Folge des Teams T-Mobile. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das wird dann die New Zealand Cycle Classic sein. Ich hoffe, ihr freut euch darauf wie ich. Ich finde es spannend. Ich finde es interessant und hoffe, dass ich den Namen Team T-Mobile nicht komplett in die Scheiße reite. Und von daher, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.